Und schon wieder zurück zu Mass Effect Andromeda, wo wir uns auf der Tempest befinden und wir haben... Da hinten sehen wir schon in der Ferne... die Arche mit dabei. Die Salarianische Arche. Ich bin mir nicht so genau sicher, wo wir uns gerade befinden. Wir sind ja einfach weggesprungen. Fort von dem Cat-Flaggschiff. Ja, und ich habe schon gesehen, da oben sind eine nach der anderen aufgeleuchtet. 1000 E-Mails, die wir anscheinend lesen müssen. Ich guck mal gerade... pro forma ins Vidcon. Im Vidcon ist nichts verfügbar, okay. Aber wir werden 1001 E-Mail lesen müssen. Und wir machen eine Runde durchs Schiff, denn ich glaube... Hey Ryder, ich habe über unseren Auftritt im Flaggschiff des Archons nachgedacht. Nur damit Sie es wissen, wenn Sie nochmal sterben, beschwere ich mich in der Personalabteilung über Sie. Also lassen Sie das. Okay. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich gebe mein Bestes. Auch wenn es nur so Einzeiler sind oder einzelne Sätze, aber es lohnt sich trotzdem, mit den Leuten zu reden. Ich hole mal gerade unsere Einsatzteammissionen zurück. Ich bin Groot. So, und schicke sie auch sofort wieder auf eine neue Mission. Zack. Und zack. Und nicht zuletzt. Zack, die zack. Ich sollte mal die ganzen Belohnungen ein. Ja, wir haben wieder ein paar Belohnungen gesammelt. Komm, ich nehme die mal gerade mit hier. Schwupp. So. Gut. Ich glaube, hier kann ich auch wieder Sachen. Ja, ich kann Belohnungen einsammeln. 5 Belohnungen stehen uns zur Verfügung. Und einen Kryokapselpunkt haben wir auch wieder. Guck mal, das geht schnell. Credits-Lieferung, Dankeschön. Was wollte ich damit nochmal machen? Hier hatten wir jetzt alles gemacht. Hier war ja nicht wirklich was für uns dabei. Und hier hatten wir noch das hier. Zusätzliche seltene Minenvorkommen werden verfügbar. Oh, weiß ich nicht. Verbrauchsobjekte auf keinen Fall. 10% Bonus durch Abschließen von... Ich meine, das können wir machen. Es bringt jetzt nicht mehr so viel. Aber, ja gut. Warum nicht? So, damit wäre das auch erledigt. Ich guck mal gerade in die kleinen Räumchen hier rein, ob hier vielleicht jemand ist, der mit uns reden möchte. Im Augenblick ist da, glaube ich, niemand. Nö. Die haben sich wahrscheinlich alle irgendwo versammelt, damit wir gemeinsam mit ihnen reden können. Pibis Meinung würde mich interessieren, tatsächlich. Also die der anderen auch natürlich, aber... Ne? Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Hey, geht's Ihnen gut? Allein der Gedanke daran, was der Archon mit Ihnen vorhatte, lässt mich erschaudern. Und es war schrecklich, Sie... so sterben zu sehen. Ich dachte ja immer, ich wäre unerschrocken und furchtlos. Aber Sie... Sie sind unerschrocken. Genau deshalb musste ich ja noch einen drauflegen. Okay, Sie haben gewonnen. Schwachkopf. Passen Sie nur auf, dass die Sie nicht dem Aufstieg unterziehen, okay? Dieses Arschloch will uns alle ketifizieren. Dazu darf es nicht kommen. Nein, aber er steht kurz davor. Er hat sogar schon fast die Kroganer geknackt. Und das ist das Beängstigendste überhaupt. Reden wir von was anderem, okay? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ja, die Sache mit den Kroganern ist in der Tat suboptimal. Um nicht zu sagen, bescheiden so rum. Denn ich bin mir sicher, wir werden im Kampf gegen die Cat jetzt des Öfteren diese kroganischen Berserker sehen, die umgewandelt sind in, naja, was auch immer sie sein sollen. Hey, Sie führen 2-0. Was meinen Sie damit? Sie standen dem Archon jetzt 2-mal gegenüber und haben ihm 2-mal ins Gesicht gespuckt. Im übertragenen Sinne natürlich. Diesmal standen wir uns Auge in Auge gegenüber. Da kann es gut sein, dass vielleicht wirklich ein bisschen Spucke geflogen ist. Und das vermutlich in beide Richtungen. Igitt! Dieser Bastard versucht also, uns alle dem Aufstieg zu unterziehen, hm? Das ist sein großer Plan? Möglich.
Normalerweise mag ich ja Spiele mit hohem Einsatz. Aber in diesem Fall würde ich doch lieber am Kindertisch sitzen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Jederzeit wieder, aber gerne doch. Ich komme ab und zu mal vorbei, ne? Aber nur wenn auch wirklich was... Was war das denn? Nur wenn auch wirklich was... Achso, das war der Aufzug. Was Sinnvolles zu besprechen ist. So, was haben wir hier unten? Hier haben wir Jean. Liams Idee, sich gemeinsam Videos anzusehen. Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben, aus Respekt vor den Kroganern. Gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind ihre Videos flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Aya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Na gut. Immer mal wieder was Neues, ne? Neue Entwicklungen im Bereich Heimkino. Warum auch nicht? Komponenten vom Markt vom Aya. Ja gut. Wollten wir wahrscheinlich sowieso mal wieder vorbeifliegen. Denn wir haben ja neue Informationen bezüglich Meridian. Selbst wenn ich sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Cat-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Cat können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Cat unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die einen Mond hochhält. Eines Ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Ehrliche Arbeit? Vetra, Sie wären eine grauenhafte Farmerin. Ach ja? Woher wollen Sie das wissen? Das Entscheidende ist... Ich könnte alles sein. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Es ist schön, sie so zu erleben. Ich weiß. Ich genieße es auch mal loslassen zu können und etwas nur für mich selbst zu tun. Hoffen wir, dass das nur der Anfang ist, hm? Ja, ich habe ja schon mehrfach betont, es ist gut, dass wir hier in Andromeda quasi unsere neue Heimat errichten. Und zwar mit vielen, vielen Dingen, die wir nicht aus der alten Heimat mitgenommen haben, vielen Problemen. Aber wir dürften niemals vergessen, wo die Menschen, wo die Asari, die Turianer und so weiter, wo wir herkommen. Denn es kann ja durchaus sein, ich meine, es sind 600 Jahre vergangen und es kann ja durchaus sein, dass wir wieder Kontakt bekommen. Vielleicht dauert das noch ein paar... 100 Jahre, man weiß es nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und auch wenn wir hier eine ganz neue Zivilisation aufbauen, heißt es ja nicht, dass wir alles, was wir einmal gewesen sind, deswegen hinter uns lassen. Ich denke immer noch über die Turianische Arche nach, über Mason und Avitus. Ich hoffe, es geht Avitus gut. Wie sagt man... Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, aber es bleiben immer Narben zurück.
Von so einem Verlust kann man sich nie vollständig erholen. Also, wieso waren sie nicht auf der Turianischen Arche? Weil unser Vater Palavin schon lange vor dem Bau der Arche mit uns verlassen hatte. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob man uns überhaupt noch wirklich als Teil der Turianischen Gesellschaft betrachten kann. Aber was soll's? Er braucht schon all diese Regeln, richtig? Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Nun gut. War Cora nicht auch hier irgendwo? Oder war das ein Trugbild? Mit Drag sollten wir auf jeden Fall reden. Ach, hier ist sie. Hätten Sie kurz Zeit? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe viel nachgedacht. Über Sarissa und darüber, dass ich kein Pathfinder geworden bin. Und daraus ist eine Art Projekt entstanden. Auf Eos. Könnten Sie mir helfen, es zu Ende zu bringen? Was für ein Projekt? Ich übermittle den Nav-Punkt an die Steuerung. Kommen Sie, dann zeige ich es Ihnen. Oh, jetzt müssen wir Ihre E-Mail nicht mehr lesen. Mit Cora nach Eos reisen. Okay, das kriegen wir hin. In der Küche ist niemand. Wo ist denn eigentlich unser Pijack? Den habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ist er irgendwie unter die Räder gekommen? Ah, guck mal, da ist er. Du hast dich offenbar gut eingelebt. Er könnte ein Bad vertragen, Ryder. Nein, der wird nicht gebadet. Und unser Weltraumhamster. Naja, gut, es ist eher eine Ratte. Was ist es eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht so ganz sicher, was es eigentlich ist. Oh Gott, wir haben 10.000 E-Mails. Sie sollten meine wahre Mutter kennenlernen. An Ryder von Jarl. Ryder, ich habe meiner Familie von Ihnen und meiner Zeit auf der Tempest erzählt. Ich würde sie Ihnen gerne vorstellen und Ihnen zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Vor allem meine wahre Mutter Sahuna möchte sie unbedingt kennenlernen. Statten wir meiner Familie doch einen Besuch ab, wenn wir das nächste Mal auf Havarl sind. Jarl. Klar, machen wir. Sorge um Drag, an Ryder von Cash. Hallo Ryder. Ich mache mir Sorgen um meinen Großvater. Er gibt sich gerne knallhart, aber er ist trotzdem ein alter Mann und hat viel durchgemacht. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe gespürt, dass ihm etwas fehlt. Ich habe so lange nachgehakt, bis er versprochen hat, die Krankenstation ihres Schiffes aufzusuchen. Möchten Sie mir einen Gefallen tun und dafür sorgen, dass er tatsächlich hingeht? Bitte, er muss noch eine Weile leben. Danke, Cash. Meine Freundin Jill, an Ryder von Gil. Hey, wenn wir das nächste Mal auf Eos sind, treffe ich mich mit meiner alten Freundin Jill. Sie würde Sie gerne kennenlernen und ich habe irgendwie versprochen, dass Sie kommen. Also machen Sie mich nicht zum Lügner, Gil. Wo denn? Auf Eos. Nachricht von Neutuchanka, Cat-Aktivitäten, an Ryder von Nakmor-Clan. Pathfinder. Nakmor-Späher sind kürzlich mit einem beunruhigenden Bericht zurückgekehrt. Zwei Cat-Schiffe sind auf einem Plateau auf Elaten abgestürzt, nachdem sie beim Flug durch die Geißel Schaden genommen hatten. Eine Späherin schwört, dass eines der Schiffe das andere beschossen hat, während sie abstürzten. Aber wir konnten diese Behauptung nicht verifizieren. Wenn es bei diesem Absturz Überlebende gab, wird die Wüste schnell ihre Leben fordern. Wir glauben jedoch, dass die Umstände des Absturzes außergewöhnlich genug sind, um den Pathfinder darauf aufmerksam zu machen. Der Nakmor-Clan von Neutuchanka. Alles klar. Moment, ich muss mir glaube ich mal Notizen machen. Das sind nämlich keine Questmarker. Das sind keine Questmarker. Da wird uns also wahrscheinlich auch nichts gezeigt werden auf dem Planeten. Eladen. Zwei Kettschiffe abgestürzt. Und Eos war das, ne? Genau. Eos, Gil und Jill. Und ihre Cousins und Cousinen Gif und Jif. Okay, der war schlecht. An Ryder von Moshe A. Siefa, übersetzt aus dem Schölesch.
Falls Sie vorhaben, die Kett zu bekämpfen, sollten Sie diesen Feind ebenso verstehen wie wir. Einige wenige von uns erinnern sich noch an die Zeit, als die Kett zu uns kamen. Und daran, wie sich unser Leben veränderte, als wir ihre wahren Absichten erkannten. Lernen Sie, was unsere Ältesten Ihnen beibringen können. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie kommen und Ihnen ermöglicht, Sie auf Aya zu finden. Respektvoll, Moshe E. Siefa. Okay, Älteste auf Aya. Älteste auf Aya. Da müssen wir eh hin. Wegen, ihr wisst schon, wegen Dingsbums hier, wegen Jaul. Carrie hat Schwierigkeiten, ein Rider von Hakin Barakat. Hallo Rider, ich bin der Produzent von Carries Dokumentation. Es ist etwas passiert. Kommen Sie zu mir, wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind. Wisse, das kann ich bestätigen. Das ist eine Quest. Nur eine kurze Meldung an Rider von Korra. Die Berichte vom Flaggschiff des Archons klangen ziemlich ernst. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wenn ich mal nicht darüber nachgrüble, was den Salarianern und Kroganern widerfahren ist, beschäftigen mich vor allem die vielen Reliktartefakte, die der Archon hatte. Das ist nicht bloß eine Mission für ihn. Er ist davon besessen. Ich habe schon früher gegen solche Leute gekämpft. In ihrem Kopf gibt es nur einen einzigen Gedanken, und der brennt alles andere weg. Sie werden sehr schnell enorm gefährlich. Ich decke ihnen den Rücken. Korra. Noch ein Versuch. Ein Rider von Gil. Die Angara haben eine Bara. Die Pibi besucht. Sie ist süß, ein bisschen wüst, aber betrunken ist sie eine Wucht. Ich habe 60 Stunden durchgearbeitet, um ihr Schiff am Laufen zu halten. Merkt man das, Gil? Ja, das merkt man. Geh mal lieber schlafen. Was ist los mit dir? Ein Rider von Liam. Ich will Ihnen was erzählen. Ich hatte bei Hassel eine Freundin, Dondi. Wir räumten nach einem Erdbeben ein Krankenhaus und sie wurde von einem Betonteil getroffen. Es zerbrach ihren Helm und mehr. Sie war 4 Minuten klinisch tot, aber wir haben sie trotzdem in Notstase versetzt. Und weil heute das Zusammenflicken so weit fortgeschritten ist, war sie nach einer Woche wieder bei uns, obwohl sie es nicht hätte sein sollen. Klar, Dondi war eine Veteranin und hatte schon jede Menge Scheiße gesehen, aber sowas wird man nicht los. Sie arbeitete noch eine Woche in dem Erdbebengebiet und verschwand dann für 5 Monate. Als sie zurückkam, hatte sie sich verändert. Die anderen Veteranen, sie wussten Bescheid. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Den Tod schüttelt niemand so einfach ab. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Überleben beschäftigen. Dabei sind Kriegsdokus eine Serie von salarianischen Kurzfilmen über den Allwachsamen. Und, ja, eine Serie. Der Allwachsame. Angaranische Waffen. An Rider von Drak. Man Rider. Ich dachte, ich würde mich mit Waffen auskennen. Aber dieses angaranische Zeug? Scheiße, die wissen echt, wie man Wummen baut. Ich habe mir auf Aya ein bisschen was angesehen, als wir dort waren. Eine Handfeuerwaffe namens C4 und ein Scharfschützengewehr. Isharay nennen sie es, glaube ich. Sah schick aus, aber bei denen sehen wahrscheinlich sogar selbst gebastelte Messer schick aus. Schön, dass wir Aliens gefunden haben, die kämpfen können. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn Andromeda nur voller Pyjacks oder, Elcor gewesen wäre. Da nehme ich doch lieber Cat als diese Loser. Okay. Hobbys zum Stressabbau. An Ryder von Lexi. Hallo Ryder. Ich ermutige sämtliche Crewmitglieder dazu, sich zum Stressabbau ein Hobby zu suchen. Alle, vor allem sie, stehen massiv unter Druck. Stricken mag aussehen wie Zeitverschwendung, aber derartige Aktivitäten setzen Endorphine frei, die unser Gehirn freiräumen, damit wir schwere Probleme lösen und bessere Entscheidungen treffen können. Sie müssen keine der folgenden Vorschläge auswählen, sie sind lediglich als Vorschläge gedacht. Gartenarbeit, Lesen, Stricken oder Häkeln, Ausmalen oder Malen, Tagebuch schreiben. Falls Sie mich brauchen, stehe ich stets für ein Gespräch zur Verfügung. Lexi. Er wird unterschätzt, ne? Also tatsächlich wird sehr unterschätzt. Man ist den ganzen Tag beschäftigt, man macht hier und da und denkt sich immer, ja, ich bin ja beschäftigt, ich mache ja ganz viel Zeug. Aber dieses ganz viel Zeug, das man macht, das ist in 99% der Fälle, weil man es machen muss,
weil irgendwie eine Aufgabe ansteht, weil man irgendwie das noch erledigen muss, weil sonst alles liegen bleibt. Das wird sehr unterschätzt, sich Zeit für etwas zu nehmen, was keinem konkreten Zweck folgt. Überprüft, ich habe das selber vor einer ganzen Weile mal gemacht und mache es mittlerweile ja auch anders, womit es mir deutlich besser geht. Überprüft das mal in eurem täglichen Ablauf, wo ihr am Tag etwas macht, das tatsächlich keinem speziellen Zweck dient, außer euch Freude zu bereiten. Und wenn ihr merkt, ihr habt den ganzen Tag irgendwie nur 1000 Dinge, die alle nur einem bestimmten Zweck dienen, dann baut ihr Stress auf, definitiv nicht ab. Und das kann schlimme Folgen haben. Also, ne, sehr guter Vorschlag von Lexi. Kommunikation von Jorl an Ryder von Jorl. Ich schreibe, um Sie wissen zu lassen, dass ich viele Glückwunschnachrichten von Mitgliedern des Widerstands erhalten habe, die von unserem Sieg gegen den Archon gehört haben. Er ist zwar nicht allgemein bekannt, aber solche guten Nachrichten verbreiten sich zwangsläufig. Wir sind ein hoffnungsvolles Volk, dem neue Hoffnung geschenkt wird. Stellen Sie sich nur die Freude vor, wenn wir Meridian erobern und den Cluster für alle unsere Völker heilen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Jorl. Ein Gespräch über Filme. An Ryder von Jorl. Hallo Ryder. Liam hat mir von einem Filmabend erzählt, aber seine Erklärung klang irgendwie unvollständig. Zumindest im Vergleich mit angaranischen Videos. Vielleicht kann ich beisteuern, was noch fehlt. Kommen Sie doch vorbei, dann reden wir darüber. Haben wir schon gemacht. Und das haben wir jetzt alle... Okay, das haben wir schon gelesen. Wie gesagt, das waren jetzt doch ein paar mehr E-Mails, aber naja. Mit Carries Produzenten sprechen. Was ist denn mit Carrie passiert? Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich mag Carrie, aber erstmal müssen wir in die Krankenstation. Denn da ist ja hoffentlich Drac und lässt sich untersuchen. Bewegen Sie nochmal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden? Was Organredundanzen angeht, ist bei Ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Ist alles in Ordnung? Das hier sieht bedenklich aus. Es ist bedenklich, aber das wusste er auch schon vorher. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auch seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Arm, Seite, Hüfte, ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule, alles Prothesen und Implantate. Das sind ganz schön viele. Ich habe die kroganischen Rebellionen überstanden, den Zerfall meiner Kultur miterlebt, Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Das muss hart gewesen sein. Ja, es war ziemlich übel. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mehr einen Sinn. Wie haben Sie das überwunden? Gar nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgend so ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Die hier stirbt, sagt er. Sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war,
Sie ist nutzlos. Das ist ja schrecklich. Es ist realistisch, kroganisch, und es gab meinem Leben wieder einen Sinn. Es ging nicht mehr nur um mich, also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen, und sie hat für mich gesorgt. Sie haben einen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash, seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Und Sie werden mir alles darüber erzählen, nicht wahr? Verdammt richtig, das werde ich. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Vergessen Sie das nie. Okay. Fühlen Sie sich gut? Ich habe eine weitere Erinnerung gesehen, die mein Vater blockiert hatte. Sie stammt von dem Tag, an dem meine Mutter gestorben ist. Es tut mir leid, Ryder. Selbst in ihren letzten Augenblicken konnte mein Vater ihren Tod nicht akzeptieren. Es ist schwer, diejenigen, die wir lieben, gehen zu lassen. Wenn du nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Ich schätze, genau das hat er getan. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Manchmal ist es ein bisschen kurios. Ach, die Respec Station. Ja, manchmal ist, das war das, was er dachte. Ja, und dann will ich mal sie nicht weiter stören, ne? Tschüss! Wo ist denn Drag? Hat er sich jetzt wieder verzogen hier? Drag? Das war mitnichten das letzte Gespräch, das wir geführt haben. Cora, Lexi, Sam. Vetra. Ah, der ist hier oben. Okay, verstehe. Also einmal über den... okay. Einmal über den Steg und dann sind wir auch schon wieder da. Und dann werden wir mal gucken, was unsere Lieblingsjournalistin für Probleme hat. Was ihr zugestoßen ist. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, mich anzusprechen, Pathfinder. Hören Sie, Drake, ich... Sparen Sie sich das. Was Sie getan haben, sagt alles. Und jetzt verziehen Sie sich und lassen Sie mir etwas Zeit, mich abzuregen, bevor ich noch irgendwas mache, das wir beide bereuen werden. Es tut mir leid. Einfach nur leid. Gehen Sie! Ja, ich habe es befürchtet, dass er nicht gut auf uns zu sprechen ist, eigentlich durch die Entscheidung, die kroganischen Späher nicht zu retten. Aber ich stehe weiterhin dazu. Ich glaube auch weiterhin, dass es wichtiger war, die salarianische Pathfinderin zu finden bzw. zu retten. Ich brauche eine Pause. Sie auch? Machen wir Pause. Käffchen. Tee, Sarah? Gerne. Es ist eine Sorte aus Sumatra, aus meinem persönlichen Vorrat. Sobald er aufgebraucht ist, war es das mit Tee von der Erde. Ich habe ständig solche Gedanken. Ich werde dies nie wieder schmecken. Ich werde jenes nie wieder sehen. Das muss in der Tat sehr komisch sein. Also ich meine, alles, was wir hier haben, alles, an das wir gewohnt sind, darauf haben wir theoretisch auch wieder Zugriff. Aber nehmen wir jetzt mal an, so eine simple Sache wie, weiß ich nicht, ein Apfel. Und wir wissen, wir können jederzeit einen Apfel kaufen irgendwo. Es ist günstig, wenn man Lust auf einen Apfel hat. Aber jetzt mal die Vorstellung, sich sagen zu müssen, ich werde nie wieder in meinem Leben einen Apfel schmecken. Nie wieder. Weil es Äpfel nicht mehr gibt.
Das ist eine ganz seltsame Vorstellung. Für sowas Banales wie ein Apfel. Also Bananes wie ein Apfel. Okay, ja, der war auch schlecht. Entschuldigung. Da sind Sie nicht die Einzige, Suvi. Mir gehen die ganze Zeit solche sinnlosen Gedanken durch den Kopf. Und? Quälen Sie sie auch so? Sie sind ganz natürlich. Man müsste schon aus Stein sein, um sein Zuhause nicht manchmal zu vermissen. Das Universum ist wie ein gigantischer Wandteppich. Ich liebe es, einzelnen Fäden zu folgen. Aber das lenkt mich davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Ich hatte meine Familie, war aber zu beschäftigt mit abstrakten Überlegungen, um sie zu schätzen zu wissen. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, würde ich sagen, dass Sie gerade wegen Ihrer Familie hier sind. Ihre Liebe zur Wissenschaft kommt doch von Ihren Eltern, oder? Und sind Sie nicht jedes Mal bei Ihnen, wenn Sie eine neue Entdeckung machen? Ryder, das ist wunderschön. Meine Mutter hat das Implantat in meinem Kopf erschaffen und mein Vater die KI, die es verwendet. Ich habe meine Eltern ebenso wenig verloren wie Sie. Danke, Ryder. Huch. Ja. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir jetzt wirklich mal die Gelegenheit haben, auch die Crew wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Das hat mir in den letzten 30, 40 Folgen so ein kleines bisschen gefehlt. Liegt natürlich auch daran, dass wir, wie gesagt, in der Hauptstory nicht vorangeschritten sind, aber ich finde es schön, jetzt mal so ein bisschen Bonding hier zu betreiben, wie man so schön sagt. Ein großer Sieg. Unsere Arche wieder bei der Nexus. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ich finde Dinge, Callow. Meine Stellenbeschreibung besteht aus einem einzigen Wort. Salarianer in der Hand der Cat, das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber wenigstens hat unser Pathfinder es geschafft. Danke, Ryder, wirklich. Wenn Sie jemals etwas brauchen, fragen Sie einfach. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Nein, Sarah, du findest nicht Dinge, du findest Wege. Das ist die Berufsbeschreibung. Pathfinder, Wegfinder. Na gut. Wir hatten Gelegenheit, mal wieder mit allen unseren Leuten an Bord zu sprechen und sie alle ein kleines Stück, manche mehr, manche weniger, besser kennenzulernen. Das fand ich sehr schön. Da ist immer noch die salarianische Arche. Und ich denke, beim nächsten Mal machen wir uns dann auf den Weg in Richtung Nexus. Da werden wir wahrscheinlich auch genug zu reden haben. Da werden wir vor allen Dingen mal bei Direktor Tan vorbeischauen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und darum sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.